Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Raspberry Pi Video und diesmal geht es darum, einen Apache Webserver zu installieren, einen Apache 2, um unsere HTML-Seiten ja im Netz präsentieren zu können. Und das werden wir jetzt wie folgt anstellen. Und zwar ist es nicht wirklich schwierig. Diesmal bin ich mit einem Pi-Benutzer angemeldet, solltet ihr ja auch machen, oder einen anderen Benutzer außer dem Root. Und zwar sollten wir erstmal die Paketquellen aktualisieren mit sudo aptitude update. Habe ich allerdings gerade schon gemacht, das ist schon die zweite Aufnahme. Ich habe gerade ein Problem, da ich den Apache Webserver schon deinstallieren musste. Und ich kann es euch somit nicht exakt zeigen. Aber das werden wir gleich hinbekommen. Machen wir weiter. Also ihr müsstet jetzt den Update-Befehl abschicken. Am besten, wenn ihr Pakete, die zum Aktualisieren noch sind, steht dann am Ende dran, noch den Upgrade, also Upgrade-Befehl abschicken. Und danach werden wir mit Install den Apache installieren. Und theoretisch brauchen wir nur ein einziges Paket. Und zwar Apache 2. Um das ganze Ding auch noch PHP-fähig zu machen, damit wir auch PHP-Skripte bzw. PHP-Seiten aufrufen können oder dort hinterlegen können, werden wir noch ein weiteres Modul nachinstallieren und zwar libpatchy2-mod-php5. Genau. Und das schicken wir einfach ab. Diese zwei Module reichen komplett aus, um ein Apache mit PHP-Modul ja, im Prinzip zu starten. Viel mehr brauchen wir nicht. Und ich würde sagen, die Installation sieht bei mir jetzt eh ein bisschen anders aus, da ich den schon mal drauf hatte und ich hier jetzt wenig bestätigen muss. Würde ich jetzt mal sagen, ich mache mal einen kurzen Schnitt. Ihr müsstet hier noch mit Y bestätigen und dann machen wir gleich weiter. Also, bis gleich. Okay, also installiert ist es. Ich habe jetzt noch den Stand wiederhergestellt. Bei mir hat es jetzt auch noch das Verzeichnis gelöscht. Bei euch müsst ihr jetzt nämlich ein Verzeichnis geben unter var, wie man hier schon sieht. Und zwar geht ihr unter cd var. Und mit ls könnt ihr euch ja alles listen lassen, was in dem Verzeichnis gerade sich drin befindet. Und zwar seht ihr hier jetzt einen Ordner www. Den müsstet ihr euch bei euch auch jetzt auffinden nach der Installation. Und jetzt gehen wir doch einfach mal in den Ordner rein und zwar mit cd www und im Übrigen die Tab-Taste nicht vergessen. Wenn ihr die Tab-Taste drückt, dann ergänzt ihr euch den Befehl bzw. den Pfad. Macht es um einiges einfacher. Und jetzt schauen wir mal rein, was drin liegt. Und zwar eine index.html-Datei. Die habe ich jetzt selber wieder natürlich erstellen müssen. Die sollte bei euch natürlich auch drin liegen. Und am einfachsten zu editieren wäre es wahrscheinlich dann mit dem WinSCP. Den machen wir doch einfach mal auf. Und zwar, bei mir wäre es die IP-Adresse 1.13. Genau, den Rest brauchen wir noch nicht mitgeben. Können wir auch hier eintippen. Und dort gehen wir auch mit dem Pi-Benutzer. Ne, es ist hier geschickter mit dem Root-Benutzer zu sein, da man mehr Rechte hat, um das Dateisystem zu editieren. Und somit melde ich mich mit dem Root-Benutzer an. Ihr könnt natürlich auch mit dem Pi arbeiten, da habt ihr allerdings ein bisschen die Probleme, mit dem, dass ihr nicht an alle Dateien rankommt. Okay, wir gehen mal ins Root-Verzeichnis mit dem Ordner hier und dann ins Verzeichnis var. Dort gibt es den Ordner www, wie wir gerade schon gesehen haben, und die index.html-Datei. Und klar, die wird jetzt eigentlich schon angezeigt. Genau, wenn wir jetzt hier mal den Explorer mal holen. Im Moment ist die bei euch, sieht die anders aus. Ich habe bei mir gerade eine leere Datei erstellt, somit sehe ich noch nichts. Ihr müsstet It Works oder sowas sehen. Und zwar gehen wir einfach auf die IP-Adresse von unserem Pi. Und bei mir ist natürlich eine leere Seite, weil ich noch nichts gemacht habe. Die stelle ich mal wieder auf Seite. Und bearbeite jetzt mal die index.html-Datei. Die müsst ihr, wie gesagt, bei euch auch sein. Nur ein bisschen anders mit It Works und einem bestimmten Text steht dann schon drin. So, ich bearbeite die jetzt einfach mal. In den Titel schreibe ich Hello und in den Body H1 Hello World H1 zu. Mehr will ich im Moment mal nicht. HTML müsstet ihr ja selber genau noch das Root-Passwort mitgeben. So, und schon wird's geschrieben. Jetzt hole ich mir mal den Webserver wieder her. Und wenn ich jetzt nachlade, seht ihr, hier oben steht jetzt Hello drin.
Und ja, hier, Hello World. So wie ich es wollte. Und im Prinzip war schon der ganze Zauber. Er nimmt nämlich aus diesem Verzeichnis immer die Datei, die mit index.html beginnt. Die nächste Datei wäre die index.html, HTM-Datei würde er als nächstes nehmen. Und dann irgendwann nimmt er die index.php-Datei. Wenn keine index.html vorhanden ist, dann nimmt er die index.php-Datei. Und somit könnt ihr auch gleich mit der PHP-Datei anfangen oder einfach weiterleiten von der Datei aus. Und PHP müsste jetzt auch schon funktionieren, da wir ja das Modul schon nachgeladen haben. Und wahrscheinlich wird jetzt im nächsten Video mal kommen, wie man die MySQL-Datenbank hier installiert. Ist nämlich auch kein großes Hexenwerk. Okay, das war's eigentlich auch schon wieder zu dem Video. Hier könnt ihr dann natürlich weitere Dateien, Bilder, sonst was ablegen, Ordner und könnt dann natürlich drauf verlinken auf die nächsten Dateien. Aber HTML ist jetzt nicht so mein Gebiet, deswegen ich wollte euch nur zeigen, wie es möglich ist. Die Umsetzung liegt dann bei euch. Den Server hättet ihr somit. Okay, das wär's dann eigentlich auch schon wieder und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!